Grüß euch, meine Freunde. Ja, der Boss im Studio mal wieder. Und ihr seid jetzt mal dabei, wie ich meine Hood Tape Volume 1 Xmas Edition aufnehme. Ja, jetzt geht's los. Die Texte habe ich geschrieben, teilweise in London, teilweise zu Hause, teilweise im Swimmingpool mit links und rechts einer hübschen Lady. Denn man muss ja auch immer seine Inspiration irgendwo herholen. So, jetzt ihr wisst Bescheid, wie das läuft beim Boss, ja. Wenn er die Texte schreibt, ballert er sich natürlich einige Nasen dazwischendurch. Das regt die Kreativität an, da bin ich voll drauf. Schreibt das in 2 Tagen runter, alles ein Album, locker in 2 Tagen ist gemacht. Wenn es aber ums Aufnehmen geht, lass ich mir immer vom Rizbo hier einen schönen Johnny bauen und dann kann das schön losgehen, Freunde. Dann kann das losgehen. Dann ballert das auch, denn man muss lernen, mit Drogen vernünftig umzugehen, die gezielt einsetzen, ja, nicht wie andere Leute, die voll drauf hängen bleiben. Ich nehme normalerweise gar nichts, ne? Aber für manche Anlässe ist es etwas fördernd. So, meine Freunde, wir fangen an mit dem ersten Track, und zwar machen wir jetzt die Extended Version von Hagelkörner, ja. Ist ein sehr schöner Track und viele Leute haben sich eine Extended Version gewünscht und ich bin ja für meine Fans. Ich habe immer ein offenes Ohr für meine Fans. Und in diesem Sinne geht das jetzt mal los, wenn der Rizmo den Beat anmacht. Pass auf, ey. Ey yo, die Kleinkaliberwaffen machen ratatatata, so wie Schreibmaschinentasten, nachdem du geschockt den Knarrenlauf anstarrst. Ey, der Waffensammler, meine Waffenkammer ist wie eine Staffellaufmannschaft. Yeah, voller dünner Mitstange, ey, ich baller deinen Pennerfreunden die Kümmerlingflaschen aus der Hand, geht's Zuhälter im Kiez töten, in meine Taschen sind mehr weiße Steine als auf US Army Friedhöfen. Mäuse, ist der Kokerhassler, Mäuse, ich mach mit Koka-Zaster, du nur mit Gerümpel, Mäuse, Mäuse, du bist ein Flohmarkt-Hassler. Obacht, Bastard, jetzt wird mit der Winchester rumgeballert, jetzt werden mit der Winchester Pimp-Rapper umgeballert. Diese möchte gern Porzellan, ich lauf rum mit einer Körperhaltung wie der Glöckner von Notre Dame, denn die Goldkette ist schwerer als das Leben in Tschetschenien. Ich flieg mit mehreren Bus in die Ferien an Küstengegenden. Behauptungen, ich sei nicht der Boss, sind Unterstellungen wie Schützengräben. Ich lass dich auf Krücken gehen, ey, das ist zu hetter Rap, Mäus, ich komm mit Stewardessen, Bräuten wie ein Flughafengebäude. Können wir lassen? Ja, können wir lassen. Das erste Backings? Jo, Backings. So, der Part steht, jetzt nehme ich die Backings auf. Links, rechts immer die Reime. Ja. So, weiter geht das. Ey, du die Kleinkaliberwaffen machen. Ratatatata, Schreibmaschinentasten. Knarrenlauf anstatt. Waffensammler, Waffenkammer, Staffellaufmannschaft. Dünner mit Stangen. Zuhälter Rap Mäus, Stewardessen Bräuten, Flughafengebäude. Jawohl, das sitzt. Jetzt werde ich langsam auch hier warm. Und da läuft der Laden. Ja, meine lieben Freunde. Jetzt der nächste Track. Machen wir diese letzte Extended Version, ne? Ich hab schon vorbereitet. Drogenfach Chinesisch. Rappst du von da einfach weiter, oder wie? Obdachlose? Weil du hast ja keine Hook da. Ja, ich mach aber eine Hook jetzt. In dem Beat ist ja auch keine Hook eigentlich. Ne. Dann, an wie viel Bars hast du jetzt noch? 16. Rappst du einfach ab da. Dein 16er. Okay? Ja. Drug Deals, Gunshots, Blaulicht, Gesetzesbruch der Boss. Du hast wegen deiner Aushilfsbeschäftigung dauernd einen Hexenschuss wie Frauen Quidditch Matches. Du bist ein lausiger Rapper, guck, dein Girl will ein Autogramm auf dich stehen, nachdem sie mich oral befriedigt. Daddy Bitch braucht es um jeden Preis wie Pokalvitrinen, Veni Vidi Vici. Der Erfolg ist mir zu Kopf gestiegen, wie New York Touristen. Dieser Lady Liberty geht, ich trag über teuren Schmuck. Guck, ein Pimp Slap und du erleidest den Wirbelsäulenbruch. Du bist weggeboxt vom Hero-Ticker und willst mich haften lassen? Bitch, kaufst dir im Selfmade-Shop, Kollegas. Was Player, du checkst nur Bunnies im Chat. Beziehst Hartz IV und deine Mami dein Bett. Und was für Koka und weiter ganz. Du drehst höchstens dann mal ein krummes Ding, wenn du mit deiner Oma den Walzer tanzt. Mit wem hast du Feature gemacht da? Mit Prince Harry. Wer ist das denn? Das ist ein Rapper aus der RPA. Hat er dir wenigstens Geld gegeben? Nein, Mann. Ich bin doch kein Geier. Ha? Was war da auf Karit? Hast du den einen auf Karit das gemacht? Ach, meine. Guck mal, es gibt so wenig gute Rapper in Deutschland, wenn da einer mal gut ist, kann man ihn ruhig ein bisschen pushen. Okay. Mach von Anfang einfach. Das ist geil, Mann. Weißt du, wie geil das kommt? Ich stehe auf diesen Trend-Scheiß, Leute. Ihr kennt mich doch. Ich hab zwar nie die Buff losgetragen oder irgendwo auf welche Rave-Partys. Was? Hast
Ich will das doppelte Geld haben. Weil das jetzt ein Rave-Beat ist, willst du das doppelte Geld haben? Weil ich nicht mehr Rap bin. Ach Johnny, du bist mir eine Pflaume. Das sag ich dir. Du musst ein bisschen offen sein hier, auch ein bisschen für Trends. Casper macht auch Rock jetzt. Was? Casper macht jetzt auch Rock. Oder Schimmel macht auch Rock. Und Montana Max. Super. Dann kann der Boss noch mal ein bisschen Trends hier machen, warum denn nicht? Die sollen das ruhig machen. Ja, ich werde mir das auf jeden Fall anhören. Okay, machen wir den Beat an. Auf Schlager. Es gibt einen geilen Schlager-Remix von Big Boss. Von wem? Von Big Boss. Ja. Auf YouTube, muss man gucken. So Schlager- oder Volksmusikmäßig ist das. Diese alten Scheiße. Ja, Mann, das ballert. Das ist richtig geiler Shit. Gut. Können wir aufnehmen? Ja, können wir. Yo, ey. Ey yo, der Gigolo im Cabrio, Vibriatore Flavio. Ich fahr im tiefer gelegten Wiemer Richtung Abendbrot. Mois, guck auf mein riesiges Anwesen. Mois, das ist so riesig, da könnten sogar Riesen mit angehen. Yeah. Ich komm dich jeder dem Junkie schlagen, jeder dem Mami nageln. Komm im BMW angefahren, ich stehen an der Gun im Arm. Ziel auf deine Mütze, Bitch, und deine Boys verdrücken sich, als wäre sie Kannibalen, yeah. Sex-Symbol wie Axl Rose. Kollege, der merkt, ich habe Scratch, ne Moos. Drücke Messer, demoliere deine Wagen, das verfetze deine Reife, Digga, deine Gang gestreckt ist so. Für den Weltbüros, yeah, Bett und Rinnen. Deine Mama liegt in ihre Bett und Rinnen. Sind denn nicht kam und ey, was soll ich sagen? Der kanadische Power-Schwanz steckt drin. Ich bin back in der Hohe, dicke Nasen, die Baller wie der AK. Landet in Privatje, das kann er wahr. Mach dir deine Mama, der war klar. Fick ich sie dann hart in die Dame, Toilette vom Flur. Ob ich 10 Lokale oder dabei Segelbootsfahrten. Ich trage den Pelz aus Schneeleoparden. Rolle meine Dollarscheine, baller mir der Länder, bügel deine Leute. Mit deinem Telefonkabel. Ja. Ist Backing. Okay.